Du musst mal duften. Was für ein herrlicher Duft aus dem Garten. Also ich liebe diese Rosen. Ja, sehr schön. Danke. Liebe Inge, zunächst mal ganz herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu diesem Zeitzeugen-Interview, welches in diesen schwierigen Zeiten der erneuten Militarisierung und angestrebten Kriegstüchtigkeit unserer Gesellschaft in Deutschland, Europa und der übrigen Welt als wichtiges, authentisches Dokument für den Frieden und mit deinem Einverständnis eine möglichst weitreichende Verbreitung finden soll. Wir kennen uns schon einige Jahre, in denen wir bei verschiedenen Initiativen immer wieder zusammengetroffen sind. Komisch, ja. Und feststellen konnten, dass wir weitgehend gleiche Werte vertreten, die insbesondere die Themen Krieg und Frieden in deiner persönlichen Entwicklung betreffen. Meine Gesprächspartnerin ist Inge Ammon, geboren 1931 in Königsberg. Sie lebt seit 1995 in Fürstenfeldbruck, zuvor zusammen mit ihrem Ehemann, einem evangelisch-lutherischen Pfarrer in München. Inge Ammon, die 1945 als 14-Jährige mit ihrer Familie aus Ostpreußen fliehen musste, ist seit über 25 Jahren in der Asylarbeit tätig und zudem noch viel länger in der Arbeit für Frieden und Abrüstung. Sie ist ebenso Mitglied bei den Christen für gerechte Wirtschaftsordnung e.V. und aktiv in der Brucker-Initiative Gedenken für die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Mhm. Liebe Inge, gibt es weitere Daten in deinem Leben, die für uns im Zusammenhang mit den Themen Krieg und Frieden zu nennen wären, damit wir deinen Werdegang und deine Antworten verstehen? Wir kommen nach deinen Ausführungen hierzu, also diesen persönlichen Erinnerungen zu deiner Person, kommen wir noch zu den damit eng zusammenhängenden Erlebnissen und Erfahrungen. Da werde ich dann vorbereitete Fragen stellen an dich. Ja, deine Ergänzung zu den persönlichen Daten. Ja, ein ganz starkes Erlebnis ist vorher die Südafrika, die Apartheid und dann gleich darauf die Nachrüstung. Das waren die beiden Ereignisse, die mein Leben praktisch die Weiche gestellt haben. Und es hat mich auch nicht mehr losgelassen, das Thema Apartheid, Ausgrenzung von Menschen und Krieg, Rüstung, Feindbild haben. Das war etwas, was für mich undenkbar war und ist bis zum heutigen Tage. Mhm, danke. Ja, dann komme ich zu meiner ersten Frage. Was erkennst du aktuell, was dich an damals, an die Vorkriegszeit, sofern du die Vorkriegszeit erlebt hast als kleines Kind, die Kriegs- und die Nachkriegszeit erinnert? Welche Gefühle bewegen dich dabei? Michael, ich bin in diesen Wochen, Monaten ganz stark an den Sommer 44 erinnert worden. Der Sommer 44 war in Ostpreußen die Front auch schon ganz nah gerückt. Im Sommer stand die Front, die deutsche Wehrmacht hatte nach Stalingrad nur Rückzug und die Front der Russen stand an unseren Grenzen. Und die ersten Flüchtlingstrecks kamen durch Ostpreußen durch und nisteten sich bei Verwandten ein. Denn es gab die Devise, keiner darf Ostpreußen verlassen. Und was mich noch so schlimm erinnert an die jetzige Zeit, diese Kriegstreiberei. Ich höre noch, und das war etwas, was
was ich gar nicht verstanden habe, überall in unserer kleinen Heimatstadt Friedland, 3 Kilometer von unserem Landsitz weg, waren überall Volksempfänger auf dem Marktplatz. Und wo man hinging, laut tönte es das laute Gerufe: Wollt ihr den totalen Krieg? Das klingt so noch in mir nach. Wollt ihr den totalen Krieg? Und wie viele Menschen geschrieben haben: Ja, wir wollen den totalen Krieg. Und da wird es mir heute, wenn ich dran denke, wenn ich die Umfragen lese, was sich die Menschen wünschen: einen Schirm, einen Schutzschirm für Europa. Ja, merken die denn nicht, dass wir in einer globalen Welt leben? Dass solche Waffen, wie wir sie heute sind, überhaupt nicht mehr schützen können? Unbegreiflich für mich. Kannst du dich noch, eine Nachfrage zu dem, was du gesagt hast, kannst du dich noch daran erinnern, wo diese Flüchtlingsströme herkamen? Die kamen, die ersten kamen aus dem Norden, an der litauischen Grenze. Nordostpreußen. Und die anderen Flüchtlingsströme kamen auch vom Grenzgebiet. Aus dem Grenzgebiet, in die Stadt. Ja. Und es herrschten, das ist auch immer etwas, wilde Gerüchte, wie grausam die Russen sind, wie sie mit den Menschen umgegangen sind an der Grenze. So, dass wir uns irgendwo, das hörten als Kinder, aber irgendwie unglaubwürdig fanden. Aber wir haben dann gespielt und uns immer wieder abgelenkt. Es gab ja auch dann keine Schule mehr ab Sommer. Schulen waren geschlossen und wir hatten viel Zeit zum Spielen. Das war eigentlich für uns Kinder eine gute Ablenkung. Und da ich ja viele Geschwister habe, 5 Geschwister, alle ziemlich dran, Drillinge dabei, haben wir da eigentlich ganz, ganz gut überwunden, die Angst, oder gar keine Angst gehabt. Die Schule endete 1944 bereits. Sommer 44, ja. Und die Vorkriegszeit, kannst du dich nicht erinnern, da warst du zu jung, klein. Die erste Erinnerung ist 1939, weil wir, unser ganzer Hof war voller Militär. Und das war der, was wir nicht wussten, dass Polen überfallen wird. Und das war das erste schreckliche Kriegserlebnis für mich als Kind, weil mein geliebter Onkel, Sohn meiner Großeltern, aus dem Nachbargut, 8 Kilometer weiter, der ist gleich im Polenfeldzug am 14. Tag gefallen. Und war der Nachfolger der Familie. Und so wurde ich als Kind, damals 1939, zu meinen Großeltern über den Winter gegeben. Und damit meine Großeltern ein bisschen abgelenkt sind durch ein Kind. Und was hast du jetzt für Gefühle dazu? Traurigkeit? Die Traurigkeit wurde noch mal ganz verstärkt, gerade mit diesen Großeltern, weil dieser Großvater mich so oft mitgenommen hatte, um Wild anzuschauen auf Hof. Also wir sind dann hochgeklettert und haben Wild beobachtet. Er gab mir das Fernglas. Und ich war so stolz, dass ich mit meinem Großvater diese Fahrten machen durfte. Und er zeigte mir das Wild, verschiedene Arten. Und das war eine schöne Zeit. Und morgens kam er zum Frühgebet zu mir ans Bett. Und so habe ich ganz früh die ersten Verse gelernt. Gesangbuchverse, die ich bis heute weiß. Beim Kriegsende, als die Flucht losging, einen Tag vorher, meine Eltern versuchten, meine Großeltern telefonisch zu erreichen. War nicht möglich. War unterbrochen, es gab kein Telefon mehr. Und dann sagte mein Vater: Komm, nehmt den Schlitten, du und Sibylle, meine Schwester, und besucht die Großeltern und sagt: Morgen früh fahren wir los. Morgen brechen wir auf. Die sollen sich unserem Treck anschließen. Wir kommen über die und die Strecke. Und wir haben die Großeltern nicht erreicht, weil auf der Schotterstraße, ich sah schon das Gutshaus und den Park, ein Zivilist kam, mein Vater,
Mutter mit zwei Kindern, nur auf dem Schlitten. Und der Schnee war weggeweht worden auf dieser Schotterstraße. Und er wollte zum Bahnhof nach Friedland. Und er nahm das Pferd und sagte, das Pferd muss uns helfen zum Bahnhof nach Friedland. Und ich sagte, es hat keinen Zweck, es fährt kein Zug mehr. Weil da schau doch, ist die Zugbrücke ist gesprengt worden. Die gibt es gar nicht mehr. Es gibt keinen Zug mehr nach Königsberg. Und das war so zum Verzweifeln. Wir konnten nicht zu den Großeltern, aber wir konnten eigentlich auch diesem Mann nicht helfen. Wir haben dann seinen Willen getan und haben ihn dann nach Friedland zum Bahnhof gebracht. Mit dem Pferd und dem Schlitten. Aber es war eine verzweiflungsvolle Situation für uns als Kinder. Und nochmal zu dem Kriegsbeginn. Als das angefangen hat, hast du da irgendwelche Erlebnisse oder wo du dich erinnerst, aha, jetzt ist wirklich der Krieg begonnen worden? Eigentlich durch den Tod von Onkel Georg. Viel später diese Lüge begriffen, ab 5 Uhr wird zurückgeschossen. Mhm. Das habe ich damals nicht mitbekommen. Nein. Das ist klar, ja. Gut, dann zu meinen zweiten Fragen. Welche weiteren Erinnerungen aus dieser Zeit kommen bei dir hoch? Wie erlebst du diese heute, wenn wieder von Krieg, Flucht und Vertreibung die Rede ist, beziehungsweise in den Medien darüber berichtet? Ja, ich bin sehr aufgewacht. Es ist jetzt erst, dass ich so viele Erinnerungen wiederkommen. Die habe ich dann lange nicht gehabt, diese Erinnerungen. Das lag daran, die Flucht hat uns ja sehr beansprucht. Wir waren ja 1,5 Jahre auf der Flucht, weil wir ja dann noch dann über das Haff rauskamen aus dem Kessel, aber nachher in Pommern hängen blieben, im nächsten Kessel, der bei Stettin abgeschlossen wurde. Mhm. Und dort haben wir die Herrschaft zuerst der Russen erlebt. Und dann haben wir die polnische Verwaltung erlebt. Und das hat sehr, sehr eben 1,5 Jahre gedauert, bis wir in den Westen konnten. Als wir dann im Westen waren und als Flüchtlinge im Rheinland ankamen, gab es in Bad Godesberg zum Beispiel bei Bonn noch nicht so viele Flüchtlinge. Man hat uns sehr geholfen, nicht? Der großen Familie mit Bettwäsche. Wir hatten ja nur noch unser Rucksäckchen mit ein bisschen Leibwäsche, aber sonst nichts. Und der Flüchtlingssein, das habe ich dort sehr erlebt. Wie ist das, ein Flüchtling zu sein, in ein Gebiet zu kommen, wo man kaum einen kennt? Da war zwar die alte Tante, die war aber auch schon 80 Jahre und die konnte uns ja nicht mal mit einer Wohnung helfen. Die wohnte auch in einem Haus, wo noch andere aufgenommen waren. Das waren ja damals oft die Bombenflüchtlinge, die hatte sie in ihrem Haus. Das muss man ja auch noch sehen. Es war ja gleichzeitig auf allen Ebenen war Chaos in jener Zeit, 1946 im Herbst, als wir zurückgekommen sind. Also, wonach ich mich erinnere, ist einfach, dass meine Geschwister ganz lange geschrien haben in der Nacht. Und wir bekamen dann eine kleine Dachzimmerwohnung. Eine alte Witwe hatte uns ihre Dachmansarde vermietet. Und unser Vater sagte, ihr alle habt geschrien in der Nacht. Haben die irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt? Auf der Flucht haben wir natürlich Schuss gehabt. Fliege, die Trecks entlang geflogen ist. Ein Onkel ist erschossen worden, auch auf dem Treck. Ja. Was ich noch vergessen habe, dass wir ja da in jener Zeit waren ja alle Männer eingezogen. Ja. Und wir hatten russische Kriegsgefangene. 12 russische Kriegsgefangene. Und mein Vater auf dem Gut. Auf dem Gut, ja. Mhm. Und die waren so super. Die haben die Gespanne übernommen. Die haben wirklich das, was sonst unsere Debutanten, sagte man damals,
was die geleistet haben, haben die Russen geleistet. Und die Russen hatten ein eigenes Haus im Dorf, wo die ganzen Häuser unserer Deputanten sind und ein großer Dorfplatz, da war das Russenhaus. Und am Abend war das oft, an einem Sommerabend, dass wir da alle da waren, wir Kinder, und nach der Arbeit und ihnen zuschauten, wie die getanzt haben. Die haben uns aus Weiden kleine Pfeifen geschnitzt. Und es war so eine gute Stimmung, sodass wir Russen als Feinde, haben wir nicht erlebt. Wir haben ein gutes Verhältnis. Und mein Vater hat sie auch anscheinend eben gut behandelt, sodass unser Kämmerer, der Vertreter für meinen Vater, sagte, Herr Baron, Sie sind zu freundlich. Sie sind zu freundlich zu den Gefangenen. Ja. Das kann böses Blut geben. Das ist nicht die Parteilinie, zu freundlich zu sein. Ja. Also, und zwei dieser Russen haben unsere Trecks gelenkt. Die haben wir noch mitgenommen, bis die Russen uns überrollten in Pommern. Die haben, und mein Vater hat ihm jedem noch eine Uhr geschenkt und herzlich bedankt. Und dann, wir wissen leider, dass es ihm nicht sehr gut gegangen ist. Weil sie zu nett waren zu euch? Weil sie zu sehr westlich geprägt waren. Durch ihre Erlebnisse bei euch. Und in die eigene Ideologie stand dem im Wege. Also die haben nicht zu eurem Schutz beigetragen. Weil sie Russen waren und die Russen gekommen sind. Nein, die wurden auch gleich weggeführt. Ach, du liebe Zeit. Ja, von Gestapo. Ja. Die Gestapo. Von der russischen Gestapo. Militärpolizei. Ja. Und wenn meine Geschwister diese Traumatisierung hatten, das Wort haben wir ja erst viel später gelernt, in den 90er Jahren, von Traumatisierung, aber das waren die Überfälle nachts, immer nachts sind unsere Häuser, wo wir als Flüchtlinge dann unterkamen, diese Bauernhäuser, überfallen worden. Und dann wurde gesucht. Wer war das, Militär? Militärs waren das, ja. Die dann auch, wir wurden viele Schnaps gebrannt in der Gegend in Pommern. Und die waren dann auch ganz doll besoffen. Und grölten sehr stark und wussten nicht mehr, was sie tun. Ja. Und da waren eben ein paar Mal Situationen, wo wir Angst hatten um unseren Vater, der abgeführt werden sollte. Und ein anderer Onkel, der eigentlich auf dem Gut auch war, der untergetaucht war bei uns auf dem Flüchtlingswagen, auf dem Treckwagen, der ist abgeführt worden, ist erkannt worden und wir haben nichts mehr von ihm gehört. Nach dem Krieg nicht mehr. So wie wir auch von meine Großeltern, meine ganze Familie, meiner Mutter, der letzte Sohn, der jüngste Sohn ist noch gefallen im großen Weichselbogen 1945. Ganze Familie meiner Mutter ausgelöscht. Und das ist auch Krieg. Verrücktheit. Ja? Familien werden kaputt gemacht. Ja. Familien. Ja. Also diese Trauer, die bleibt in einem. Ja. Ich kann da selber ein bisschen was beisteuern, obwohl ich 20 Jahre jünger bin. Aber auch meine Familie ist geprägt von den Kriegsereignissen. Mein Vater ist aus dem Sudetenland, musste flüchten oder wurde vertrieben eben. Und meine Mutter war eine ganze Zeit lang nicht in ihrem Heimatort. Sie war in Thüringen während der Kriegszeit. Also aus Evakuierungsgründen, weil es zu brisant war. Und auch bei meiner Frau ist es auch ähnlich. Kommen aus Schlesien, sind von dort vertrieben worden. Nun, was sind deine Erkenntnisse aus diesem Erleben, aus dem Erlebten? Und was ist deine Botschaft an die heutige Generation, an die Jugend? Insbesondere aber auch an die Verantwortlichen in der Politik. Ja, da war es zunächst mal, dass meine eigenen Kinder nicht so gutes, großes Verständnis hatten, dass ich mich so einsetze und das Thema Frieden so stark in mein Leben bestimmt.
Frieden und Gerechtigkeit, eine gerechte Ordnung, eine gerechte Rechtsordnung. Und das ist aber etwas, was mir so sehr wichtig ist und vollends wichtig geworden ist jetzt bei meinen Wahlmachen bei Julian Assange, wie wichtig die Wahrheit ist. Also unser Grundgesetz hat den Artikel 5 mit der Pressefreiheit und Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit. Und das ist mir so etwas Wichtiges geworden, dass wir offen miteinander reden, austauschen, uns zuhören, aber doch nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Das ist mir schon bei Corona sehr klar geworden, dass das etwas ist, da wurde zu sehr die eine Seite beschimpft und dann wieder die andere Seite beschimpft und damit Spaltung erreicht. Das ist etwas, Friedensarbeit ist eine Arbeit, die eigentlich tagtäglich stattfindet. Ja. Im Familienkreis kann ich es üben und das hat unsere Familie jetzt wirklich gut verstanden. Und da haben wir richtig offene Runden, wo wir miteinander austauschen und auch jeder sagen darf, was ihn stört. Und was, also die Offenheit, die Transparenz ist ganz wichtig für eine Demokratie und für Frieden. Die Wertschätzung des anderen. Ja, das ist was. Ja, ja. Egal, welche Meinung derjenige hat. Genau. Ja. Mhm. Wie kann die Friedensbewegung gestärkt werden und wieder eine relevante Größe im politischen und finanziellen Wettkampf um Krieg oder Frieden spielen? Ja. Kannst du aufgrund deiner Erfahrungen da zu irgendetwas beitragen, damit wir, die wir uns nicht so lange damit beschäftigen oder noch gar nicht beschäftigt haben, aus meiner Erfahrung ist ja die 80er Jahre, da sind wir ja ein ganz starkes Wir geworden. Wir waren es so stark und es hat auch so Spaß gemacht. Es war Freude, miteinander zu demonstrieren oder vor den Depots der Atomwaffen zu sitzen, Sitzdemonstrationen durchzuführen. Muttertagsblockaden, Seniorenblockaden, dieses durchzuführen und zu sagen, nein, das nicht, wir wollen das nicht. Ja, unsere Kraft, wir haben unsere Kraft gespürt. Naja, diese Kraft haben auch die anderen, die Gegner gespürt, die Oberen, und versuchten uns dann lächerlich zu machen. Und das ist lächerlich zu machen, das geht ja bis zum heutigen Tage. Ne? Also Pazifismus, wie denkt ihr euch das? Nicht? Mit der Bergpredigt kann man nicht die Welt regieren von Schmidt, aber ich bin sicher, es gibt so viele Alternativen, nur wir hören davon zu wenig. Das ist mir aufgefallen eben in all den Jahren, dass Friedensaktivitäten sehr unterbelichtet waren in der Presse. Und das wünsche ich mir, dass wir da mehr erzählen dürfen. Wer weiß dann zum Beispiel, dass es eine Akademie für Konflikttransformation gibt in Königswinter. Höre ich, dass man da eine Ausbildung machen kann, dass diese Friedensarbeiter bereits in den Konfliktgebieten sitzen und Brückenbauarbeit machen zwischen Palästinensern und Israelis oder in ehemaligen Jugoslawien. Also das fasse ich nicht, dass das nicht mehr bekannt wird. Die guten Beispiele. Und das war in Wackersdorf und das war in oben, wo der Atommüll hinkam, Vorleben. Es hängt ja alles zusammen. Ja. Und dieses ist viel Wissen. Und darum kann ich nur mal sagen, wir müssen uns Wissen aneignen. Da hat mir der Galtung, der große Friedensforscher, ein ganz wichtiges Wort mitgegeben. Zum Frieden gehört Wissen, Empathie, Fantasie. Und ein langer Atem. Und diesen langen Atem, den habe ich. Und danke, schön, dass es sowas gibt, dass es dich gibt. Ja. Was mir jetzt einfällt gerade, dass ja in den 60er Jahren schon die Entspannungspolitik Egon Bahr und Willy Brandt als Kanzler, der damals gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Also es war damals schon in der Politik angesprochen
Und warum ist das verloren gegangen? Das ist verloren, ja. Danach war das kein Thema mehr. Ja, und ich weiß von einem Historiker, den ich gut kenne, der an der Bundeswehrhochschule für Soziales war. Und dessen Friedenserfahrung, dessen Bericht habe ich gelesen, jetzt im Ruhestand. Der war lange im Vorstand vom Evangelischen Bildungswerk. Und der hat dann erzählt, wie heimlich schon längst aufgerüstet. Das war immer bei den Oberen, immer Krieg im Kopf. Mhm. Und das ist das Schlimme. Mhm. Ja, das haben, was wir nicht gewusst haben. Und deswegen ist immer Friedensarbeit nötig. Ja, das hat mich einfach entsetzt, dass noch vor die Bundeswehr gegründet wurde, vorher schon die Generäle in Rhöndorf mit Adenauer zusammengesessen sind und Pläne gemacht haben mit taktischen Atomwaffen. Ja. Pläne gemacht haben, wie es weitergeht im Kalten Krieg. Ja, und es ist gut, das zu wissen. Man kann nicht Vertrauen haben. Oder man muss immer wachsam sein. Ja. Wachsamkeit. Und auch sich die Fakten aneignen. Ja. Das bezeugen, dass diese Entwicklung stattfindet in Richtung Krieg. Ja. Da spricht ja sehr viel dafür, wenn man sich informiert. Und dann kann man schon einiges wahrnehmen, was so in der offiziellen Medienpolitik eben nicht vorkommt. Ja, wie kann jetzt die Friedensbewegung gestärkt werden? Sie ist ja, soweit ich das auch von dir weiß, unter anderem geschwächt nach den Ereignissen der letzten Jahre. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das nicht wieder zusammenwächst, was da darum müssen wir Älteren an Schrumpfung stattgefunden hat. Ja, da hast du recht. Dass wir Älteren werden zwar immer noch gebraucht, die meisten sind ja Grauköpfe und die Jungen sind ja nun sehr in der Klima sehr wach. Die müssten noch begreifen, dass diese schlimme Aufrüstung, die zurzeit aufgeht, wie die das Klima schädigt. Das ist die größte Klimabelastung. Und wie gewinnen wir junge Leute? Und ich sehe meinen Familienkreis und meine Enkel, die sind alle in die gute Zeit eingeboren. Ja. Die haben nicht gesehen, dass es nötig ist. Ja, ich denke, dass jeder von uns in seinem Umfeld erstmal gegen die Angst arbeitet, die Angst nimmt, eine Atmosphäre schafft des Wohlfühlens. Ganz wichtig. Auch familiär. Erstmal jeden sehen, jeden hören. Das braucht ein bisschen Zeit. Und das sage ich ja, der lange Atem, und liebevoll umgehen. Ja. Auch mit denen, die einen anderen Weg gehen. Die jetzt im Urlaub doch nochmal nach, wer weiß wohin fliegen. Irgendwo hinfliegen, ja. Hauptsache es ist weit weg von Deutschland. Ja. Ja, stimmt. Aber ich bin eigentlich sehr hoffnungsvoll und sehr zuversichtlich, weil dieses Hinterfragen der gängigen Politik zurzeit sind sehr viele, man merkt die Doppelbödigkeit, gerade jetzt in Bezug auf Gaza, dass es so nicht geht. Man merkt die Doppelbödigkeit in Sachen Klima und Energiefragen. Also da sind und auch gerade die jungen Leute, die nun leiden unter der Mietfrage, der Wohnungsfrage, wir merken, merken immer mehr Menschen, dass das System nicht funktioniert. Ja. Dass wir ein anderes System brauchen, ein menschliches, ein, was wirklich allen dient. Und eine Wirtschafts- und Geldordnung, die ein Geld, das allen dient und nicht regiert. Ja. Ich finde es sehr toll, dass du auch die Familie so stark erwähnst, weil ich auch der Meinung bin, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Ja. Wenn es da nicht stimmt, ja, dann kann es auch in der übrigen Gesellschaft nicht funktionieren.
wie, wenn überhaupt möglich, mit unseren bescheidenen Mitteln, ich meine jetzt auch die finanziellen Mittel, abgesehen von der persönlichen Leistungsfähigkeit. Ich denke, die vielen Menschen oder die meisten Menschen, gerade die Jüngeren, sind ja in Beruf und Familie, wenn sie Kinder haben, sowieso so eingespannt. Die können sich ehrenamtlich nicht mehr betätigen und schon oft gar nicht mehr denken, was könnte ich tun, um die Verhältnisse zu ändern oder mitbewirken, dass sie sich verändern. Und gerade auf dem Hintergrund der Geschehnisse der letzten Jahre, wie du es angesprochen hast, diese gesamtgesellschaftlich wahrnehmbare Spaltung bis in die Familien hinein, das war ja so, dass oft in der Familie oder in der engeren Verwandtschaft man nicht mehr hatte reden können miteinander. Und wie gehen wir dann mit den aktuellen Tendenzen um, die ja dazu tendieren, zu Befehl und Gehorsam? Das sind ja in Anführungszeichen gesprochen alte deutsche Wertvorstellungen oder was auch immer, die ganz absurd sind. Zur Kaiserzeit. Weil das kann gar nicht funktionieren, auch im Dritten Reich und das tendiert wieder dazu. Und wenn man die Werbung für die Bundeswehr sieht und schaut, die sind jetzt in den sozialen Medien auch stark vertreten und die Offiziere gehen in die Schulen, machen Werbung und da wird geworben mit der Unterwerfung. Und die Leute gehen trotzdem hin, Fragezeichen, was stimmt da nicht? Also ich bin ja vom Beruf her auch darauf aus und auch bei meinem politischen Engagement, die Menschen zu beteiligen, dass sie selbst denken, dass sie überlegen, was gibt es für Alternativen möglicherweise zu dem, was vorgesetzt wird. Und ja, was können wir, mit welchen Mitteln oder wie können wir die Situation überwinden oder zum Guten wieder abbiegen, zum Guten wenden? Ja, diese autoritären Strukturen nehmen gerade sehr zu. Das beobachte ich auch. Aber der Widerstandsgeist ist auch da, die Aufmüpfigkeit dagegen. Und auch Bereitschaft, und das können wir vielleicht von anderen Ländern lernen. Deutschland ist noch nicht leidensfähig, auch für zivilen Ungehorsam und für das Nein und auch ein, das sehen wir ja an den Klebern, die sie ja nur hartnäckig dranbleiben, die nehmen auch Gefängnis auf sich und Strafe auf sich. Da können wir sehr lernen von anderen Ländern, weil eine ganz weltweit sich die Menschen wehren gegen diese Strukturen, die ihnen aufgedrängt werden. Und das ja auch gleichzeitig mit Zerstörung der Natur hat. Ja. Wenn die großen Konzerne sich da niederlassen und das Land beanspruchen, was den Einheimischen gehört, und die kaputt machen, praktisch die Luft und die Erde, dann sich wehren und trotzdem dann dranbleiben. Und es ist ja so, dass diese Konzerne jetzt eine Macht haben und dieser Macht ist eine Versuchung für viele Politiker, dass sie sich auch bestechen lassen. Und da fängt es an, wichtig zu werden. Wahrheit, die Lehre von Gandhi. Wahrheit und Recht. Also auch Recht, das Völkerrecht, juristisch das Recht. Ja, ja. Das muss wieder ganz neu in den Mittelpunkt gestellt werden. Mhm. Und da sehe ich Möglichkeiten. Und alle, die jetzt dieses politische Recht lernen, also Völkerrecht, die sind jetzt gefragt und wichtig. Und da sind unterschiedliche Meinungen. Da muss es auch gerungen werden, damit es das Beste für alle ist. Und nicht nur für eine kleine Schicht. Ja. Da sehe ich die notwendigen Veränderungen.
in der Politik, dass die Justiz unabhängig sein muss von Politik, dass Staatsanwälte nicht weisungsgebunden sein dürfen und Richter erst recht nicht. Weil sonst, was du erwähnt hast, Gerechtigkeit auch im juristischen Sinne, wenn das nicht funktioniert, dann kann die Politik viel machen. Ja. Wo wir nicht einverstanden sind, die kriegen auch noch Recht. Ja, reicht es. Dann komme ich zu meinem Fazit. Ich glaube, es passt ganz gut. Ja. Mhm. Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir alle aufstehen. Für unsere staatliche Neutralität und Souveränität, für den realen Frieden, echte Demokratie sowie soziale und auch juristische Gerechtigkeit. Kannst du dem so zustimmen? Genau, das hast du das schön zusammengefasst. Ja. Das wäre für mich jetzt auch die Quintessenz von unserem Gespräch. Mhm. Und ich danke dir nochmals sehr herzlich. Vielen herzlichen Dank, liebe Inge, für das angenehme, ausführliche und aussagekräftige Gespräch sowie für deine Bereitschaft zur Aufzeichnung und Weitergabe als ein aus meiner Sicht sehr wichtiger Beitrag zur Dokumentation unserer Zeitgeschichte. Ebenso vielen herzlichen Dank an meinen Aufnahmetechniker und zu allerletzt an alle Interessierten, die die Geduld aufbringen, dieses Video oder die Audiovariante von Anfang bis zum Ende anzusehen oder anzuhören. Gleichfalls vielen Dank. Verbreiten Sie dieses Zeitdokument möglichst weit und setzen Sie es gerne für die eigene Friedensarbeit ein. Vielen Dank. Du musst mal duften. Was für ein herrlicher Duft.